Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge LS22 Bilde 2, meine Lieben. Wir sind in der zweiten Folge an unserem Special-Aufnahme-Freitag mit Tino zusammen. Und ja, da hinten fährt unser Ballensammler und wir holen noch fleißig Lage, Silage. Damit wir noch den Fischfutterwagen maximal ausnutzen können, bevor er uns wieder entzogen wird. Genau. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch nach der Tour noch zwei Touren und dann mischen wir erstmal nochmal und dann soll es eigentlich auch gut sein. Da müsste man nämlich noch ein bisschen düngen. Wir haben einige Felder, die noch gedüngt werden wollen. Das wäre natürlich praktisch gewesen, das noch vorab zu machen, aber das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. War ich denn jetzt gerade? Naja. Dong, wieder zu früh. Baumwolle ist auch bald reif, ja. Das wird ein Action. Das fällt Baumwolle zu ernten. Herz Negans? Ja. Ich habe jetzt ihre zwei Fuhren zum Stall gebracht. Den Rest soll ich jetzt wohin bringen? Zum Unternehmer runter. An die BGA? Ich denke ja, weil da haben die ihr Ballenlager. Alles klar. Muss halt mitzählen, wie viele, ne? Dass wir das sauber abrechnen können dann. Ja, natürlich. Jo. Das treibe ich dann auf. Gut, dann weiß ich Bescheid. Bis später. Später, ciao. Tschüss. So feiern, wenn man die Scheibe hinten aufmachen könnte oder so bei dem Ding. Ich mag das halt auf eine Tür fahren, mit Scheibe hinten offen fahren, mit Dachfenster fahren oder so. Der fällt mir gut. Gut, Pals. Unser Drescher steht mal, Mensch. Nichts zu tun. Auch selten. Da haben wir immer gut im Beschlag, muss ich sagen. Gefällt mir. Könnt ihr mal schauen. Wieder so ein Monsterauftrag am Start. Oi, Zen. Ich. 59 ist das, was wir geerntet haben, oder? Da. Das heißt, der könnte gleich übersetzen. Ich glaube, Lohner geht mit Lohner. Auftrag geht mit Auftrag. Das bedeutet, wir könnten das ohne Geräte ausleihen. Das müsste gehen. Direkt mal ausprobieren gleich. Was mich einfach interessiert. Produziert, ey, das ist echt krass. Die haut auch richtig Material durch, ey. Fermente.
So, gut. Also, warte mal. Brenn das jetzt mal kurz aus. Steht eher in der Nähe. Dunkel. So, der hat hier Hafer, ist klar. So, was will die 59? Die 59 möchte Gaste. Gaste. Mann! Komm dich doch mal. Scheiße. Ja, hallo? Du, sag mal. Hast du Erdfrüchte angebaut? Nee, ne? Nee. So? Ich wollte nur mal fragen, ob, weil dann hätte ich dir was abgekauft. Was brauchst du denn, Erdfrüchte? Ach so, für deine Schweine. Für die. Ja, nee, habe ich nicht, leider. Also soll ich mal sagen? Ja. Ich war hier gerade in dem Mac, ne? Ja. LKW. Ja, Mac. Ach so, ja, in dem Mac in dem Schnauzer. LKW, genau. Ja. Der hat vorne ungelogen, hinter der Glasscheibe, einfach nur zwei Teelichter. Du müsstest dich da reinsetzen und müsstest dir das anschauen. Ich habe noch nie, also der hat keine 2 Meter Ausleuchtung. Na gut, dass du, 4 Meter von der Spitze weg sitzt. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Der hat keine 2 Meter Ausleuchtung. Also was habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Oh Mann, ey. Wo hast du, ist ja beim Auftrag dabei, oder? Ja, ja, ich mache da hier gerade das Auftragsfeld für die Jansen hier, die olle Zippe. Olle Zippe. Ja, die hat mich angerufen, hat übrigens rumgestresst, Palaver gemacht. Warum? Naja, wegen, weil ich hier ihre Maschine habe und das fällt nicht gern. Ach so, das Vierteljahr da. Nein. Die habe ich da nicht mal einen Tag. Ja, ach so, das, die andere hat es ein Vierteljahr vorher. Hm. Das hat, er hat sich nicht beschwert, oder was? Der hat sich nicht beschwert, nö. Hat schon vergessen, der hat das auch schon vergessen. Der hat vergessen, dass er die Maschine hat, Alter, so lange wie du. Ja, der hat das schon vergessen. Aber du, sag mal, ich habe gesehen, dass der Hannes auch 2 Drescher hat, wenn ich mich nicht verguckt habe. Genau. Der hat sich doch niemals 2 Drescher gekauft. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Oder? Würde ich jetzt auch nicht sagen. Also wer soll sich denn erstmal 2 Drescher leisten können und warum sollte man sich 2 Drescher kaufen? Also ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte, ich habe letztens bei dem 2 Mähdrescher gesehen. Warte mal, da ist einer. Ja, der hat 2 Mähdrescher und beide auf seinem Hof. Okay. Hm. 2 Glas, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er 2 Mähdrescher hat, die seine Hoffarbe haben. Achso, guck mal, deine Dings. Ich bin fertig mit deiner Ballenpresse übrigens. Achso, schön. Brauchst du meinen Ladewagen noch? Naja, ich habe jetzt 2 Felder eingesammelt. Ich hätte noch 2, aber ich muss jetzt erstmal. Also sag Bescheid, sobald du brauchst auf jeden Fall. Ja. Kannst auch die Ballenpresse erstmal stehen lassen. Ich brauche die jetzt auch gerade nicht. Ja, ich überlege gerade, ob ich den Traktor umsattel oder nicht. Überlege, ob ich jetzt in der Nacht mal bei der Frau Pfannerich auf dem Hof vorbeischaue. Und dann? Ja, mich mal umguck. Würde ich vielleicht machen, wenn sie eine Chance hat, das zu sehen. Nein, ja, das ist schon klar. Nein, ich will ja nichts machen, um Gottes Willen. Ich will einfach mich nur mal umgucken, wie es da so aussieht, was sie so hat und macht. Weil, du weißt ja, wie es ist. Wenn ich da tagsüber vorbeikomme und die olle Zippe da am Feld ist irgendwo und am Arbeiten ist oder sonst irgendwas, da geht's gleich wieder. Billy, was willst du hier? Du bist ja unerwünscht. Nee, oder irgend sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. Na gut. Gudi, alles klar, dann erstmal reingehauen, ne? Jo, bis dann. Tschüssikowski. Oh Gott, ja. Tschüss. Bist du am Arsch? Ich bin ein Zuchti. Warum heißt du auf Twitch, ich bin ein Zuchti? Kannst du mir das bitte erklären? Besser? Ja? Bis bald, Rian. Tschüssikowski. Ach ja. So, eine machen wir noch, dann reicht's. Dann habe ich keine Lust mehr. Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Bock auf Ansäen. Reinfried? Ja. Ciao, Kakao. So. Fällt dir nichts mehr ein, oder was? Nee. Okay. Dann sage ich an dieser Stelle mal San Francisco. Reinfried? Ja. Weißt du, was ein Reiseziel mal wert wäre? Paris und Athen, in dem Sinne auf Wiedersehen. Ja. Düsseldorf. Ja. Oh Mann. Oh, was mach ich denn? Bis bald, Rian. Das habe ich gesagt. Junge. So, letzte Fuhre. Letzte Fuhre. Dann mischen wir noch ein bisschen und dann rechts. Oder mischen wir erst? Ja doch, wir mischen erst und dann rechts. Dann sehen wir ein bisschen an, beziehungsweise müssen wir dann eigentlich tiefen lockern. Wie grünes Licht haben wir ja von der Sally. Heißt sie Sally? Ja, ne? Sally von Pfannerich. Grünes Licht haben wir ja von ihr. Sie hat ja gesagt, wir können uns diesen Block holen, wann auch immer wir wollen. Dann könnten wir den holen und könnten die Wiese platt machen. Ja, haben wir auch schon mal wieder das bekommen. Beziehungsweise sind ja da noch lange nicht alle Wallen gerannt, ne? Solange das natürlich der Fall ist, ja. Wir müssen mal gucken, wir müssen ein bisschen Heu wasten. Ach du Kacke. Oh Mann, wie viel Heu habe ich denn da jetzt rein? Korrigiert. Den Fehler haben wir korrigiert.
War knapp. Ja, war knapp, aber es hat gepasst. So, warte mal, was macht denn eigentlich? Oh, bei Tino ist Baumwolle frei, bei Sally auch. Bei uns ist gar nichts reif. Unsere Baumwolle ist auch reif. Oh. Das ändert alles. Und hier ist auch reif. Oh je, oh je, oh je, oh je. Jetzt ist halt die Frage, macht es mehr Sinn, einen Baumwollernter zu mieten oder einen das LU einfach machen zu lassen? Das ist jetzt die große Preisfrage. Mal gleich mal anfragen, wenn die wieder arbeiten. Da müssen wir gleich mal anfragen. Finde ich ihn echt geil. Muss ich echt zugeben. Also ich finde, es ist ein ganz schönes Brett geworden. Oh, da klingelt. Ja, hallo? Ja, hallo. Herr Schneegans, ja. Ich begrüße Sie. Ja, weißt du schon, was du mit deiner Baumwolle machst? Oh, nee, warum? Mietest du dir oder lässt du einfach LU machen? Ach so. Boah, mieten, das Ding ist doch sowas von endlos teuer, oder? Ja, Mann, deswegen überlege ich halt auch gerade, was... Ich werde mal, wenn der Lou wieder arbeitet, mir mal einholen, was das kosten würde. Ja. Weil ich könnte mir fast vorstellen, dass es billiger ist, wenn du es einfach so Lou machen lässt. Glaube ich auch. Das glaube ich tatsächlich auch. Weil so ein Ding kostet ja... auch nicht. Also ich denke auch, dass es übers LU tatsächlich günstiger ist. Mhm. Könnte ich mir jedenfalls so vorstellen. Weil bei dir ist ja auch reif, ne? Ja, bei einer Baumwolle ist auch reif. Weil dann wäre ich jetzt nämlich die Baumwolle dem Zuckerrohr vorziehen erstmal. Hm. Ja. Ist der Streifen Zuckerrohr reif geworden? Ja. Ist reif. Ah, Tatsache. Bin ich mal gespannt, wie viel von dem kleinen Streifen runtergeht, ey. Ja. Da bin ich wirklich mal gespannt. Nee, machen wir so. Wie gesagt, ich werde auch mal bei Melu anfragen, wann? Um 6 ist er wieder, ne? Ach, da ist er jetzt, ja. Ist schon. Ja, 5.33 Uhr. Ja, genau. Siehst du, ging es wieder gut aus mit der Zeitrechnung. Muss man einfach mal so sagen. Stimmt, ja. Ja, wieso ist hier kein Vorgewinde? Was ist ein Teich mitten auf dem Feld? Was ist das denn? Da einfach, muss ich da einfach durchfahren? Durch den Teich fahren? Manfred, was sagst du? Kann der das ab? Wo ist der Johnny? Also, das Schneidwerk geht wahrscheinlich in Arsch dabei. Echt? Jetzt dreht sich's noch. Dreht sich immer noch. Jo, ging gut. Fische haben ein bisschen Stroh jetzt. Na gut, nee, alles gleich. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Viel zu viel. Egal. Weg. Ist weg.
haben es gleich. Wir haben es gleich geschafft. Leute. Heftig. Viel zu viel. Große Nachfrage bei Fast Food Restaurant. Der Büromenü, ja, guten Morgen. Hallo, Schneegans. Hallo, Herr Schneegans. Was würde denn kosten, einmal Baumwolle ernten auf der 1 mit euren Geräten? Das Feld 1, ja. Baumwolle. Einen Moment. Muss ich erstmal schnell eintippen. Ja, ja, alles gut. Feld 1 Baumwolle ohne Abfahrer werden wir hier bei so 5780 Euro und 84 Cent. Für die komplette Miete, Ernte. Feld 1 komplett abernten. Ja, dann würde ich das einmal bitte in Auftrag geben und priorisieren nach vorne, also jetzt quasi. Also, Moment. Nee, erst die Ballen noch fertig machen lassen und danach aber. Okay. Ja? Gut. Also dann macht ihr jetzt die Ballen fertig und dann, also die Ballen zum Kuhstall und dann... Nee, die restlichen habe ich mit ihm schon abgesprochen. Die restlichen Ballen müssen in, zum Händler. Zum Unternehmer. Okay. Aber gut, das hab ich mit ihm besprochen. Ja, ist bloß wichtig, dass ich das in der Dispo hier weiß. Ja, ja. Er hat also, mit 2 Ladungen an Kuhstall gefahren und der Rest kommt zum Unternehmer. Ne, ich brauche es bloß für die Akten, das ist eben aktenkundig ist bei uns. Ja, ja. Mega Versicherung und so weiter, dass das eben alles abgedeckt ist. Ja. Gut, und wenn der damit fertig ist, dann fängt er an Baumwolle zu ernten. Genau, genau. Ist ohne Abfahrer allerdings. Also ja, selber. Der wirft ja erstmal die Ballen hinten raus, wie ich die dann vom Feld kriege, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich dann Folgeauftrag, dass ihr die kurz runterholt oder so. Oder ich kriege es selber weg mit Frontlader, aber ich glaube, das klappt nicht. Das kommt auf den Traktor drauf an, sag ich mal. Ah, ich hab einen 7R. Ich muss mal gucken, vielleicht schaffe ich's. Ja. Ich probier's einfach aus. Genau. Gut. Okay, also bis dann. Ciao. Ciao. Ja? Ja, Schneegans, hallo. Ja, hallo. Also, lass Baumwolle vom Alu machen. Okay. Ich meine, ich habe Feld 1, das ist größer als deins zwar, aber also komplett Feld 1 Ernte kostet ohne Abfahrer 5.000. Ja. Also ich glaube, die Miete kostet alleine 20.000 oder so von dem Ding.
Ja. Nee, na, dann passt das. Jo. Alles klar, danke dir fürs Bescheid sagen. Jo, bis dann. Ja. So, letzte Pure, meine Freunde, dann sind wir hier endlich durch. Deswegen können wir noch. So. Reicht. Reicht erstmal. So, Fermenter ist leer oder geht noch? Ach, geht noch, super. Super, das hat gut geklappt, die Nacht. Die Kühe sowieso wahrscheinlich, ja. Gülle wird interessant langsam. Wenn wir da den Dings setzen, dann können wir da direkt von was mit anfangen. Dann. Der kann dann schon richtig Material verarbeiten. Dann müsste ich einmal beim Händler anrufen, oder? Da ist gerade der andere her. Dann holen wir ihn hier mal vom Feld. Dann müssen wir den umkeilen. Oh, hier ist schon wieder ausgewachsen, ich fass platt. Mann, ach, scheiß drauf, machen wir eh um. Ist ja schon wieder kacke fast, ne? Das war jetzt eine ausgewachsene Wiese, aber das ist mir scheißegal jetzt, Alter. Ich brauche nicht mehr Gras. Ist mir scheißegal. Herr Snegans? Ja. Ja, also ich habe jetzt 44 Ballen, also insgesamt 44 Ballen. Zum Händler, zum Unternehmer gebracht. Okay, mit denen? Mit denen, die ich jetzt drauf habe, sind es 44 zum Unternehmer und zwei Fuhren an ihren Kuhstall. Und das ist jetzt fertig, ne? Jetzt ist fertig, da liegt ja nichts mehr. Ja, okay, passt. Jo. Alles klar. Dann wissen Sie Bescheid, ja? Ja, für Sie geht's dann jetzt mit was ganz Tollem weiter. Hab ich gehört, mit den Erden. Ja, hier. Das gefällt mir. Baumwolle. Ja, wunderbar. Ja. Du, dann bis später. Ja, bis später. Tschüss. Ciao. Ach ja, 7R bin ich auch schon länger nicht gefahren, so gefühlt. Gab's nicht mal hier auslernen oder so? Beinpresse zuklappen? Ah ne, das geht nur bei... Das geht nur bei, Quaderballen, glaube ich. Das geht nur bei Quaderballen. So, dann holen wir aber jetzt erstmal ganz entspannt den tiefen Lockerer von der Sally. Dass wir den schon mal da haben. Weil theoretisch geht Ansaat vor Ernte, ne? Beziehungsweise müssen wir auch zusehen, dass wir gedüngt bekommen. Das ist super. Oh, da hinten auch, wie hoch, das wird krass. Krass, was er hier gebaut hat, ey. Und ich habe keine Kohle, um zu bauen. Mann. Ärgerlich. Wahrlich ärgerlich. Ist überhaupt so sinnig. War doch vorbei. Ah, scheiße. Fahren wir oben lang. Hier waren wir auch noch nie. Können wir aber hier oben lang fahren. Boah, jetzt sind wir einen Umweg gefahren. Meine Güte, wir hätten einfach im Dorf rechts rüber. Ne, scheiße. Jetzt fahren wir den kürzeren Weg auf jeden Fall.
Glasrolle. Ach, schon wieder Stopp. So, meine Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schaut mal da vorbei, ihr wisst, wie es läuft. Und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss und ciao.